Hi ihr Lieben, heute geht es darum, nicht trutschig zu wirken. Was meine ich mit nicht trutschig? Ich meine altbacken, bieder, brav. Und auch ich kleide mich im hektischen Alltag oft etwas trutschig und muss mir dann dezente Bemerkungen von meiner Familie anhören. Das sind alles keine Schambolzen hier. Und dann bin ich erst bockig, aber dann denke ich nach einer Weile, ach, sie hatten doch nicht so unrecht. Ja, und ich dachte, ich drehe dazu mal ein Video. Also am Ende des Videos wisst ihr, was die 10 modischen Fehlgriffe sind, mit denen man trutschig wirkt. Und seid nicht sauer, wenn jetzt was dabei ist, was ihr gerne tragt. Es ist nicht so wichtig. Jeder soll immer tragen, wozu er Lust hat. Und keiner kann einem verbieten, trutschig auszusehen. Auch ich nicht. Und ich werde auch nicht bei euch anklopfen und überprüfen, ob ihr euch auch immer brav an meine Tipps haltet. Nummer 1, ein unifarbener Rollkragenpullover. Wenn man oben herum kräftig ist oder mehr Oberweite hat, man wirkt dadurch schnell wuchtig und matronenhaft. Man hat dann auch diesen Uni-Boob, das heißt, statt zwei Brüste eine große Einheitsbrust. Und ja, also man wirkt auch etwas unförmiger. Dadurch, dass von der Seite der Stoff so am Busen abfällt, wirkt man kräftiger von der Seite und man wirkt auch älter als man ist. Also wenn man einen kräftigen Oberkörper hat, wenn man viel Oberweite hat, sieht es viel besser aus, wenn man Unterbrechungen im Outfit hat, wenn man layert, wenn man tiefe, lange Ausschnitte trägt. Kurz gesagt, man braucht ein bisschen Raffinesse. Und dieses Outfit ist eigentlich perfekt, zum Beispiel bei mehr Oberweite, denn dieses tiefe, lange Revers des Blazers setzt den Busen schön in Szene. Er wird schön unterteilt. Die Schulterpolster sind nicht so super, wenn man breite Schultern hat, wobei die in diesem Blazer wirklich sehr klein und dezent sind. Zweitens, weite Sachen von Kopf bis Fuß lässt einen auch schnell trutschig wirken. Es lässt einen als kräftige Frau kräftiger wirken, als dünne Frau wirkt man noch dünner, weil alles rumschlackert. Es sieht immer sehr viel besser aus, wenn man oben oder unten etwas Körperbetontes oder zumindest Körperumspielendes trägt. Man kann es auch entscheiden, je nachdem, was für einen Figurtyp man hat. Ist man zum Beispiel der Birnentyp mit schmalen Schultern und eher breiten Hüften, dann sieht es immer toll aus, wenn man oben was Enges trägt und unten zum Beispiel einen weit auslaufenden Midi-Rock oder eine weite Hose, die die Beine, die Oberschenkel umspielt. Umgekehrt, wenn man eher kräftige Schultern hat und so der Typ ist mit sehr schmalen, schlanken Beinen, dann sieht es gut aus, wenn man zum Beispiel eine Oversize-Bluse trägt mit einem kleinen Wickeleffekt oder einfach so ein bisschen in die Hose gesteckt und dazu eine schöne schmale Hose, eine Röhre, eine Skinny Jeans oder ähnliches, um seine Beine in Szene zu setzen. Man kann auch oben und unten Oversize tragen, aber das sieht immer besser aus, wenn man in irgendeiner Art die Taille betont oder den Oberkörper betont. So machen es auch die ganzen Fashion-Influencer auf Instagram, denn Oversize ist natürlich im Moment sehr angesagt, aber was die immer machen, die stecken immer ihr Oberteil so ein bisschen vorne oder seitlich rein oder komplett in die Hose. Oder sie tragen zum Beispiel, jetzt wie ich heute, einen Blazer und haben dann eine sehr weite Hose dazu an und dann vielleicht so ein Bralette darunter oder halt einen engen Rolli, so wie ich jetzt heute. Also irgendwie sorgen sie immer für eine Körperbetonung und dann sieht es auch nicht trutschig aus. Nummer 3, Windelhosen. Was ich damit meine, sind Hosen, die hinten am Po nicht sitzen, die also einen schlaffen, platten Hängepo machen. Wer braucht das schon? Also ja, Hosen, die entweder ausgeleiert sind am Po oder von vornherein zu weit sind. Das hat man oft bei den Mom-Jeans. Die sitzen nicht so schön am Po. Also ich würde eher eine knackig sitzende Jeans tragen. Oder wenn ihr das nicht mögt, dann eine Hose, bei der zwischen Stoff und Po ein bisschen Platz ist, aber nicht zu viel, sodass der Po nicht schlaff wirkt. Also egal, ob man kräftig oder dünn ist, es sieht immer am allerbesten aus, wenn der Po in gewisser Weise betont wird, nachgezeichnet wird von der Hose, so sage ich es jetzt einfach mal. Man kann eigentlich generell sagen, dass körperumspielende Kleidung, egal ob am Po oder anderswo, eine kräftige Frau schlanker wirken lässt und eine dünne Frau kurviger wirken lässt. Et voilà, was will man mehr? Dann komme ich mal zu Nummer 4 und zwar, wenn der Rock an der breitesten Stelle der Wade endet. Ja, man wirkt dadurch nicht nur kräftiger, weil das Auge diese breiteste Stelle des Beins wahrnimmt und sich den Rest des Beins genauso kräftig denkt. Es wirkt auch immer so ein bisschen, ja, bäuerlich. Es wirkt halt so, als wollte man sich gerade auf dem Weg zur Kartoffelernte machen. Also am besten darauf achten, dass der Rock immer ein ganzes Stück über oder unter der breitesten Stelle der Wade endet, wenn man nicht trutschig wirken will. Das ist übrigens auch der Grund, warum Culottes den meisten Frauen nicht stehen, denn die Culottes haben diese sehr ungünstige Länge und enden oft an dieser breitesten Stelle der Wade. Die Cropped-Hosen dagegen sind etwas länger. Sie enden in der Nähe des Knöchels, der ja sehr schmal ist bei den meisten Frauen
Und deswegen stehen sie auch mehr Frauen. Nummer 5, unvorteilhafte Wäsche, mit der die Brust auf Halbmast sitzt. Also, wenn die Schwerkraft mit der Zeit alles Richtung Süden zieht, braucht man einen guten BH, der die zwei wieder dahin befördert, wo sie hingehören. Es macht eine deutlich bessere Figur, vor allem wenn man dabei auch noch eine gute Haltung einnimmt. Und man wirkt auch jünger, wenn ja, die beiden eine Etage höher sitzen. Zu hoch dürfen sie auch nicht sitzen, das sieht auch nicht gut aus. Also ein Push-Up-BH kann oft too much sein, wenn die Brüste halt wirklich bis unter das Kinn gepusht werden. Das hat man ja sehr oft in den 2000ern gesehen, da hatte der Wonderbra gerade seine Glanzzeit und das sah irgendwie nie natürlich oder sexy aus. Ja, also im Prinzip braucht man eine gute Beratung, gerade bei Unterwäsche, um für sich den perfekten BH zu finden. Denn für jede Frau gibt es den perfekten BH, davon bin ich überzeugt. Übrigens will ich mich demnächst auf die Suche machen nach meinem perfekten BH. Wenn ich da Marken oder Modelle entdecken sollte, die richtig gut sind, werde ich auf jeden Fall davon berichten. Also super, wenn ihr eine Beraterin eures Vertrauens findet oder wenn das nicht der Fall ist, ja, es lohnt sich, glaube ich, wenn man selbst ein bisschen Zeit investiert bei der Suche nach dem perfekten BH. Vor allem, wenn man enge Sachen über dem BH trägt, dann ist es auch wichtig, dass der BH nicht einschnürt, dass sich nichts abzeichnet. Also der BH sollte immer unsichtbar sein. Der, den ich heute trage, ist auch nicht so perfekt, weil hier sieht man auch schon wieder eine Linie, wenn man genau hinguckt. Also, wie gesagt, ich bin noch auf der Suche. Nummer 6, leichte Steppwesten. Und einige von euch werden mich jetzt wahrscheinlich hassen, denn ich weiß, dass deutsche Frauen ihre leichten Steppwesten lieben. Genau wie Birkenstockschuhe, die ich ja auch gerne trage. Ich bin halt auch sehr deutsch. Ja, leichte Steppwesten sind nicht so vorteilhaft. Sie tragen meistens auf, dadurch, dass sie diese Wattierung haben und sehr steif sind, sehr steif am Körper herabhängen. Also auch gerade wieder, wenn man die große Oberweite hat, sieht man von der Seite viel breiter aus. Meine Schwiegermutter zum Beispiel trägt sie sehr gerne und sagte mir, sie trägt sie, um ein bisschen zu kaschieren im Bauchbereich. Aber viel besser wäre es eigentlich, sie würde einen Blazer tragen, so wie ich heute, oder einen Longcardigan. Die tragen einfach nicht so auf. Die sind etwas, da hat man etwas mehr Bewegung im Material. Und die Steppwesten wirken einfach bieder. Sorry. Dann Poloshirts. Die sehen bei Frauen halt oft etwas brav und konservativ aus. Also diese ganz klassischen Poloshirts. Also wenn ihr nicht gerade Golf spielt, würde ich die Finger davon lassen. Sie hatten ihren Moment in den 2000ern. Irgendwann hatte ich sie auch in allen Farben. Aber der Moment ist vorbei. Man sieht sie zwar auch wieder bei Design, bei einigen Designern, aber die interpretieren sie wieder anders, neu. Also die spielen so ein bisschen mit diesem klassischen Schnitt und etwas ausgefallenen Materialien. Dann hat man halt diesen Stilbruch, der cool wirkt. Aber dieses klassische Polohemd wirkt trutschig. Dann als nächstes Einkaufskörbe dieser Art oder alle Taschen, die den Beinamen praktisch haben. Also Taschen mit vielen Außencompartments, mit Karabinerhaken ohne erkennbare Funktion und alle möglichen Pipapo, wirken halt meist etwas trutschig. Also wenn man zum Einkaufen geht, sieht zum Beispiel ein Jutebeutel tausendmal besser aus. Noch besser wäre jetzt ein Bastkorb. Das sieht so ein bisschen mehr nach Pariser Schick aus und weniger nach Mutti war beim Aldi. Dann die Farben Lila und gedeckte Bärentöne. Also Lila, der letzte Versuch, das haftet ja so ein bisschen dieser Farbe an. Und ja, ich habe die Farbe hier 2018 in einem Video getragen und ich werde bestimmt auch wieder Lila tragen, weil ich diese Farbe liebe. Aber man muss halt so ein bisschen aufpassen, dass es nicht trutschig wirkt. Am besten, man trägt die Farbe in Kombination mit etwas modischeren Teilen. Ja, und das zweite sind gedeckte Bärentöne. Sehe ich in meinem Umfeld total oft, sehr gerne an Funktionsjacken, die ähnlich trutschig aussehen können wie Funktionstaschen, von denen ich gerade gesprochen habe. Ja, so gedeckte Bärentöne würde ich auch eher entweder an modischen Teilen oder in Kombination mit modischen Teilen tragen. Ja, leuchtende oder auch pastellige Töne wirken sehr viel jünger, frischer, moderner als gedeckte Bärentöne oder Lila. So, dann die Bobfrisur. Jetzt werden wir auch noch mehr von euch hassen. Und das hat jetzt auch nichts mit Mode zu tun, aber die Frisur ist ja auch Bestandteil des Outfits. Also, wenn euch euer Friseur einen frechen Bob verpassen will, meine Empfehlung, sucht das Weite, lauft aus dem Salon, so schnell ihr nur könnt, denn frech ist die kleine Schwester von trutschig. Ja, alles, was so frech oder keck sein soll, ist ja noch schlimmer, ist meistens das Gegenteil davon. Also vor allem, wenn ein Bob sehr exakt geschnitten ist, akkurat nach innen geföhnt wird und dann mit sehr viel Haarspray in eine Betonfrisur verwandelt wird, das sieht einfach sehr brav aus. Ja, man denke zum Beispiel an eine Windtour, die seit 30, 40, 50 Jahren die gleiche Bobfrisur trägt. Keine Ahnung, wie lange sie die hat und wie alt sie ist. Aber wenn Anna Wintour nicht immer in Designerklamotten rumlaufen würde, würde sie doch sehr trutschig aussehen.
Also, nur ein wirklich guter Friseur schafft es einem, einen stylischen, modischen Bob zu verpassen, der cool wirkt und nicht zu brav. Falls jetzt noch jemand zuschaut, danke, dass ihr noch da seid. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare rein, ob euch noch Teile einfallen, die trutschig wirken. Wird bestimmt lustig. Hier verlinke ich jetzt mal ein Video mit den schlimmsten Modesünden bei Frauen. Und wenn ihr Lust auf noch mehr Modevideos habt, dann klickt das Glöckchen und wir sehen uns nächsten Freitag. Tschüss!